war heute auch ein tolles Erlebnis, dass ich die ganz verschiedenen Möglichkeiten, die digital mobil zurzeit verfügbar sind, dass ich überhaupt kennenlernen konnte. Also wir haben eben auch das Thema Sprachassistenz besprochen. Wie spät ist es? Es ist 12.54 Uhr. Wir haben aber auch Geräte vorgestellt, die man am Körper trägt, also so eine schlaue Uhr, eine Smartwatch. Wir haben Systeme gezeigt, wo man zum Beispiel einen automatischen Übersetzer nutzen kann. Da muss man einfach nur die Kamera des Smartphones über einen Text halten. Auf diesem Weg kommt auch ordentlich KI zum Einsatz. Was man in dem Sinne gar nicht merkt, das ist so Technologien des maschinellen Lernens letzten Endes sind. Für mich ist KI die Nachahmung menschlicher Vorstellungen und Denkweisen in regel- und musterbasierte Algorithmen gepackt. Also es ist nichts Autonomes. Also mein eigentliches Thema ist die Transformation, nicht der Roboter. Der Roboter ist hinterher am Ende Mittel zum Zweck. Wenn, glaube ich, im Moment über KI gesprochen wird, dann sind es so diese selbstlernenden Algorithmen oder Systeme. Und da ist, glaube ich, das, was so ein bisschen Unbehagen bereitet, dass es nicht mehr der Mensch ist, der diesen Programmcode schreibt, sondern dass da eine ganze Menge irgendwie im Verborgenen passiert, in so einer Blackbox, wenn man so möchte. Das Positive ist halt, dass wir gerade als ältere Menschen den Kontakt nach außen halten können mit Computer und Software, wenn es uns auch mal nicht gut geht oder mit den Kindern etc. Das ist schon eine tolle Sache. Ein paar haben sich auch die Zeichen-App, die wir getestet haben an der Station, direkt aufs Handy runtergeladen. Man hat schon gemerkt, dass das Neuland ist, aber dass sie da auch offen für sind und dass sie da auch Lust drauf haben, sich damit auseinanderzusetzen.